Jetzt probieren wir es mal mit mehreren Kurven nacheinander. Lenk so ein, dass du den Kurvenscheitelpunkt triffst und beschleunige beim Herausfahren früh. Dieses Mal fährst du gegen die Uhr. Deswegen haben wir die normale Motoreinstellung gewählt. Du musst im vorgegebenen Bereich am Ende der Geraden zum Stehen kommen, um den Test abzuschließen. Daten sammeln. Du fährst eine gute Linie und deine Geschwindigkeit in den Kurven passt.